Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich übertrage live aus dem Nether meinen Urlaubsziel und wir müssen Monster jagen. Die Map ist wieder von Everbloom Games. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Du kannst das Video liken, den Kanal kostenlos abonnieren und wir jagen mal los. Okay. Wir sind ein Detektiv und wir müssen Nethermonster jagen. Also wir müssen Spuren lesen und so weiter. Und wir können dafür unser... Oh, ist das cool gemacht. Das ist ja nice. Und das ist jetzt hier. Wow, voll das Nethermonster. Ach, hier rein, okay. Wenn du dich irgendwie verläufst oder so, dann kannst du den Kompass halten. Der sagt dir, wo du hin musst. Okay. Dann gehen wir mal hier, la la la, der sagt auch hier lang und hier. Wenn du einen Kreis siehst, dann kannst du zurück zu deinem Glas switchen und dann kriegst du wieder gesagt, wo es weitergeht. Sehr schön. So, start map. Molly was one of the best gals this world has ever sent down from above. Uh-huh. She kept asking and begging if we could go back to Abertax. The day after our wedding, I figured it was only fair I take her back there. But she never made it to the city. Damn. You see, usually when couples talk about a fiery honeymoon, it's never literal. They would never expect it all to go up in a thick, dark smoke. This is the story of what happens when those dice fall right off the table. Okay. Yo, Tommy, yeah? A couple of my boys dragged you out of that mess of a car out in the highway. You haven't got a clue what's going on, do you? I already didn't like this guy. Something stunk. Like a fish left in the back of a fridge. You're in Abertax. It's the only town on a highway coming out this way, so you probably know that much. We were the lead researchers on everything in the Nether. By the look on your face, you know that much as well. And long story short, we had a breakthrough. We thought we could control the creatures on the other side. They've taken over Abertax. It's their city now. They're off hiding away, pulling the strings on how everything's run here. No one's allowed to leave, most are afraid to even step outside. I was... one of the people who helped summon Nether creatures into our realm. I tried to control them too. The demons hiding everywhere, but the biggest issue is the four. Four incredibly strong and exceptionally dangerous creatures who are running the place now. Look just like the kind of guy to get himself into a mess and drag everyone down with him. You're Tommy the PI, right? The guy who busted the Abertax weapon smuggler? The guy who set up shop and scared most crooks out of whatever towns you visited? I already knew from the way he was talking that he wanted me to fix this mess. I needed to find Molly. It's in your best interest to help me. To help the town. No one's getting out of here while the Big Four are in charge. Why do you think you got attacked? That was his problem. These weren't my people. This wasn't my problem. The creature that attacked you? It got that pretty little gal you brought along with you. Sorry. She was already gone before my guys got there. You were out cold. In those few words, my entire world shattered. Molly was gone. You can still bring her justice. You can save this town. I could hardly believe she was gone. I felt cold. And more than anything else, I was angry. I wanted to make the four pay. They took the best thing in my life away. So I take everything they had. Now look, the first of the four you gotta find is the demon horse. This guy's chasing folks down and snatching them off the street. I was able to track down this horseshoe that belonged to it. Maybe that could help you track it down. I hardly heard a word he said. I just knew that I was a step closer to finding one of the Big Four. Ich mach jetzt long story short, ne? Also lange Geschichte kurz. Wir sind ein Detektiv. Mit bester Ausrüstung. Ja, Molly, unsere Frau, ihr habt gesehen, wir sind in die Flitterwochen gefahren und bam, die Dämonen sind in unser Auto gecrashed. Er wollte uns rausholen, Molly war schon... Ja, also Molly lebte leider nicht mehr und wir waren stark unterkühlt und so. Diese Stadt hier, Abertax, wird von den Dämonen quasi plattgerannt, weil die Menschen hier greedy sind. Also weil sie immer mehr wollten, immer mehr. Ne? Sie haben nachher die Nether-Kreaturen gespawnt quasi, also wiederbelebt und haben dann versucht, sie zu kontrollieren. Hat nicht funktioniert und so und deswegen sind die jetzt hier voll im Eimer. Und sehr cool gemacht, auch wenn es sehr viel Text ist, muss man sagen. Für... Leute, die nett sind in den Kommentaren, die könnten vielleicht Timestamps machen. Also die könnten einen Kommentar machen, wo die dann sagen, okay, hier übersetzt Lars, da, da, da. Für die Leute, die das irgendwie passend skippen wollen, ne? Das wäre super lieb, aber ansonsten, ne, müssen wir jetzt erstmal zur Straße und müssen das Dämonenpferd jagen. Ah, hier, guck mal. Guck mal hier.
Oha, 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 hallo, hallo, hallo. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Du siehst cool aus, aber du bist doof, danke. Huh, 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 huh. So, und wir suchen immer noch das Dämonenpferd. Vielleicht haben die Dämonen ja auch Molly mitgenommen. Also er hat jetzt gesagt... This is the place that drove Molly and me out of town. I got hired for a job looking into the owner. The city thought he was dodging taxes and sent me in to poke around. Some of the shipping boxes they had were marked and packed with vegetables. I thought they were just shipping crops out to other towns. Until I saw the cold steel hiding between carrots and apples. It was only a matter of time before one of them came to make sure I stayed quiet about what I saw. And I couldn't let Molly get caught up in that. Okay, es geht darum, dass hier mit dem Essen sehr viel Geld gemacht wurde, sogar auch illegal, was er so mitgekriegt hat. Ne? Und es ist halt nur eine Frage der Zeit, bis man dafür sorgt, dass er den Mund hält. Ne? Und das zum Beispiel, indem man halt Molly kidnappt. Aber gut, das hat sich jetzt mehr oder minder erledigt. Das war aber eine Erinnerung. Hallo, 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 hallo. Wir sind ja hier in der Bedrock, ne? Wir können ja drücken. So, puh, ne, ist halt... Er ist halt mega down, ne? Er hat so keinen Bock mehr aufs Leben. Und er will eigentlich nur Molly finden. Er hat gar keinen Bock hier, die Monster zu besiegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mega atmosphärisch mit der Musik. Wie der Detektiv redet, ne? Der ist so richtig... Hat halt keinen Bock mehr. Er will Molly finden. Und wenn er sie auch nicht mehr leben findet. One, the Demon Horse. They're the first step to taking everyone down. And that's just what I intend on doing. For Molly. Für Molly werden wir jetzt Rache üben. Da ist das Dämonenpferd. Wir kommen! Dämon. Und wie mache ich das jetzt? Ich habe doch nichts. Kann den nicht hauen. If I want to get some damage on the demon, then I'll have to get on the thing's back. Und jetzt? Wow! Okay, okay. Wir müssen springen. Wie geil! Er macht das dreimal und dann beim dritten Mal stolpert er. Dann können wir draufsteigen quasi. Ja. Schnell. Und. Ja. Wow! Wow! Das macht dich fertig, du Demon-Pferd! Boah, es taucht ja noch Feuer auf. Aua, aua, aua. Ich will nicht brennen. Brennen ist echt kacke. Das ist schon sau cool gemacht. Danke. Und BAM! Ja, Mann! Well, nothing I couldn't handle. Better get back to Mortifera. Also er meinte, nichts, was er nicht schaffen kann. Und jetzt müssen wir wieder durch den Wald, um den Dude wieder am Anfang zu treffen. Weil der offensichtlich weiß, wie man diese Demon-Bosse findet, ne? I see it in your eyes. You took care of one, didn't you? I felt a snarl come up. Nothing would have stopped me from avenging my wife. Good. That'll help you keep pushing forward to your goal. The next is two. A giant lizard that crept out of the portal. It would spy on people and blackmail. What matters is that it's cutting off shipments to Abitax, then selling the food, tools, medicine, and other supplies to the citizens at 500% of their usual price. People are starving and sick because of it. Who knows if they would have been as aggressive if Mortifera and the rest of his group hadn't tried to control the creatures. Might have been peaceful. Regardless, it had forfeited any right to mercy the second it was wrapped up in the attack on Molly. The lizard's feet are sticky, letting it grip to any surface. Well, get to it, Tommy. Nummer 2 ist eine Eidechse und die kann auch über Häuser und alles klettern. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie wir da am besten klarkommen. Guck mal hier. Da sind sticky feet. Deswegen können wir das auch hier so hoch machen, weißt du? Da, 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 okay. Ob wir jetzt auch Echsenmonster bekommen? Wir hatten ja vorher sowas, ich sag mal, Demon Horse ähnliches in klein. Da, okay. Ja, mal gucken. Ah, okay. Jetzt geht's in Feuchtgebiete. This is one of the most green and vibrant places in all of Abertax. Molly would always bring me out here just to take it all in. Ja, die zweite Erinnerung ist halt, dass Molly sehr gerne hergekommen ist, einfach um zu entspannen, um die Natur aufzunehmen. Ne? Es war nie so sein Ding, aber war für ihn schon genug zu sehen, wie sehr Molly hier eigentlich in der Natur und in dem Grün aufgeht und deswegen ist er halt immer mit ihr hier hin. Und das finde ich immer sehr schön, weil ich bin da sehr ähnlich, ich mag das auch immer. Exerino! Du siehst zwar mehr aus wie ein Gremlin, aber ist auch okay. Komm her, komm her! Puh. I'm getting close. Two should be just inside.
Okay, zwei muss in der Nähe sein. Ah, guck mal da. Hast du gesehen? Da war er. Nummer zwei, hallo. Demon seems to be awful scared of the light. Sollte ich nicht da drinne sein? Mhm. Ist der hier lang? Guck mal da. Wie besiege ich den denn? Ich verstehe noch nicht ganz, wie ich den besiege. Ah, habe ich mich erschrocken. Der ist hinter mir irgendwo, ne? Oh, aua. Wo ist der denn jetzt hin? Ja. Hast du gedacht, ne? Aua! Oh, ah, jetzt versteckt er sich wieder. Okay, ich komme. Hier? Haha. Well, that's two of them down, and two more to go. I'm avenging Molly, yeah, but I'm getting to help the whole city too. Mortifera should have the info on three ready now. Okay, das war ein bisschen weird, dass ich dann draußen war, aber der Kampf war jetzt auch nicht mega spektakulär, aber es ist cool gemacht. So, zurück, Nummer drei. Another one off the list. The streets are a little safer now, thanks to you. Looking for three already. I must say I applaud your ambition. Still taking to that gal, I'm sure. You're just about there. After this one, you'll have what you're looking for. You made a mess of her favorite town, her favorite place, and her life. And hardly even tried to fix it or the mess he helped make. He was playing me like a fiddle. Three is a fire bat. I'm curious to see how you track this one down. They don't have feet, so what are you gonna do? Check every single building in town? Three goes around setting buildings ablaze and shaking people down for what little they have left. Three travels by flying. Usually something almost impossible to track. Three was a fire bat. So it'd give off a faint trail of smoke here and there. Just enough to see if you knew what you were looking for. Wir als Detektiv schnallen natürlich, dass er uns nur benutzt, um seine Fehler wieder richtig zu machen, weil er ist schuld, dass die Monster hier sind. Aber wir machen es halt einfach, weil wir wollen Revenge, ja. Auf jeden Fall ist Nummer 3 eine Fledermaus. Und wir müssen halt gucken, ob wir irgendwo Smoke sehen, aber das ist ja so eng. Also das ist schwierig, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich nicht so einfach. Auch Smoke. Auch Smoke. Da war auch Smoke, ne? Da ist Smoke. Man sieht das nur, wenn man da durchguckt. Ach du Heilige. Muss man so machen, ne? Wenn man das mal kurz sieht. Wir müssen jetzt quasi der Rauchfahne folgen, bis wir denjenigen gefunden haben, der die macht. Da oben, ne? Okay, dann gehen wir mal hier. Da, ja. They used to sell these great meals up here. Couple of demons flipping hot sandwiches at one stall. Someone selling tools at the next. The stall with the dazzling jewelry. Each twinkling like tears falling through the air. A ring stood out to me, and I knew I needed to buy it. Blew a month's pay on it, and it still didn't feel like enough to make Molly mine, but she loved it all the same. Ja, wir sind auf dem Marktplatz angekommen und ich glaube viele Jungs und Männers kennen das Gefühl, dass sie glauben, das Geschenk für die Frau ist nie genug, obwohl die Frau eigentlich völlig zufrieden ist mit etwas kleinem Selbstgebastelten. Da drüber, ne? Mhm. Dann gehen wir mal vorbei. I never really knew why this was here. Didn't make sense for it to be water storage, otherwise people wouldn't have been allowed to swim in it. Never did see the water level rise or drop either. I've gotten thrown in twice. Once when I was messing with Molly, trying to push her in. She caught my arm, gave me a wink and sent me flying. She jumped in after me, laughing the whole time. I knew she was trouble, but the best kind of trouble. Ach, wie süß. Es ist wirklich ein Traumpärchen gewesen, ne? Erstmal reingefallen, weil Molly ihn reingeschmissen hat bei dem Versuch, dass er sie reinschmeißt. Weißt du, er wollte sie reinschubsen und sie hatte halt einen schnellen Move gemacht und hat ihn reingeschmissen. Ja, herrlich. Also super sweetes Pärchen einfach. So sollte es sein. Ich glaube, wir sind da. Hallo? Ich höre doch was. I couldn't help but notice people kept looking at me through windows or around corners as I trapped three down. I've got people rooting for me. I'm hoping I don't let them down. Mhm.
Oh, guck mal da. Die sieht ja geil aus. Guck mal, da unten ist ein Enterhaken. Okay, holen wir uns den Enterhaken mal. Hallo? Ich hol mir mal schnell den Haken, ne? Kannst ruhig mal chillen. Aber wie funktioniert das denn? Hey! Aua! Oh. Auf damit. Weiß noch nicht so ganz. Ja, und jetzt? Wie mache ich denn deinen Schaden? Is easy enough, but that doesn't seem to be hard yet. Blasting one of these geysers could be a trick. Ah, okay. Wir müssen die also hier drauf pushen quasi. Da. Mhm. Nein! Okay, okay, okay. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja. Yes. Sehr schön. Jetzt habe ich die drüber gezogen oder was? Du doof! Yes! Yes! Three was hardly any trouble. But thinking about four. Four was the one who took Molly from me. I tore down Four's little crime ring. And now I was ready to take them down too. Okay, wir müssen. Das Nether-Portal. Okay, da müssen wir wahrscheinlich auch noch durch. Wir müssen dann wieder die Treppen rauf, um zurückzukommen. Wiccan and I was expecting, that's for sure. You've got quite the knack for this, Tommy. Means this last one should be a piece of cake for you, yeah? I wasn't sure about it being quite so easy, but I was sure that I was going to get it done or die trying. Four took Molly from me, so I needed to settle the score. Four is a pig man, some weird, twisted creature from the darkest pits of the Nether. Okay, Nummer 4 ist ein sehr merkwürdiger Pigman, ein hinterlistiger, und wir müssen mal gucken, wir müssen zum Leuchtfeuer. Okay, wo ist... Ach, da. Leuchtfeuer, ich komme. Okay, wir haben wieder normales Glas. Ah, guck mal hier, voll die Schweinehufe. Jetzt geben wir auch Vollgas, ne? Guck mal da. Ah, jetzt haben wir hier... Jetzt haben wir hier Kombos an Monstern. Das ist ja schön, wenn die sich selber blockieren. Was ist eigentlich der grüne Balken unten? Da habe ich keine Ausdauer mehr. Darf nicht so viel rennen, ne? Hallo? Hat er keinen Bock mehr gehabt? Hat sich doch umgedreht? Lost the trail. Where did I last see it? Ich weiß, wo du es zuletzt gesehen hast, Mann. Hier. Aber hier ist ja nichts mehr. Ich bin verwirrt. Ich habe mein Schwein verloren. Oh, oh, Gott sei Dank. Oh, wir sind wieder hier. Wir sind wieder hier. Mhm. This is it. Four. It was tough to track, and getting here was quite a task, but it's done. I'll be able to walk in, take him down, walk back out, and leave Abertax for good. Maybe everyone here will be able to rebuild and get things back to normal. I hope so, at least. Es war schwer, ihn ausfindig zu machen, aber wir haben ihn gefunden. Und ich gehe jetzt da rein, mach ihn fertig, geh wieder raus und lass Abertax für immer hinter mir. Oh, okay, da. Aha, dann einmal hier runter. Alter, guck dir die Sense an! Ich, was ist denn mit dem da oben? Hallo? Lach nicht, ich hau dich. There's only one way to deal with a monster like this. Send it back through the twisted portal it came from. Okay, und wie mache ich das? Ah, guck mal. Ach so, ich muss hier... Oh, jetzt sind die weg, okay. Ich muss das Portal also wieder anzünden, ja? Danke. Krieg ich wieder. Oh! I! Jo, ich nehme noch ein paar. Okay. Jetzt haben die ja sogar Waffen. Das ist ja mega unfair. Ich muss mich echt konzentrieren, ne? Da muss ich jetzt da reinlaufen? Ich bin mir nicht sicher, was ich tun muss. Ich gehe mal da rein, pass auf, ich versuch's mal. Hallo, kommst du mit? Ich kann nicht da rein, okay. Alter, das sieht cool aus, ne? Muss man ihm ja mal lassen. Und? Hä? Was war das denn? Was war das denn für ein Beppo-Move? Muss ich den mit der Axt hauen? Echt jetzt? Echt jetzt? Der hat da was gesagt von wegen... Zurück in die Dimension, wo er herkommt. Und ich muss den mit einer Axt hauen, ja? Das ist das Ding, ja? Ich muss mit einer Axt hauen. Really? Really? Ich glaube, ich muss den hier ausnocken. Und dann das Portal anschmeißen. Komm her, komm her, komm.
Ey, jetzt habe ich aber... Oh! Tschö! Tschö, mach's gut! Haust rein! Schwing den Hut! Ja? Hatte Tschüss! Dankeschön! Dein... Finally. It doesn't bring Molly back. But it helps to ease the pain a bit, knowing that she can rest easy now. The four are gone. And Abertax should be able to turn back into the place she loved. Mortifera should be expecting me. I'll let him know four is gone. And that I'm headed out. War sehr cool gemacht, aber musst du erstmal drauf kommen. I wasn't quite sure what it was, but something was off. It was a little too quiet for a newly freed town. I wasn't quite expecting fireworks or a celebration. But I would have settled for Mortifera not trying to kill me. Also irgendwas ist hier komisch, ne? Er erwartet ja nicht Feuerwerke etc., aber er hätte auch nicht erwartet, dass er versucht, uns zu töten. Ah, Tommy, a pleasure to see you again. You know, for such a clever PI, I would have thought you'd have pieced it all together by now. I had a feeling he was bad from the second I started working with him. For him, more like. The whole setup was just a little too convenient. But I didn't expect him to be, well... As bad as he was. Jetzt Nummer 5. Now you see, Tommy, if you'd been around Abertax a little longer than you were, you would have known there was the big 5, not 4. I have to give him credit. It was a great plan. Have one capable person take out 4 of your enemies, then you only have one guy to deal with. Sadly for him, he messed with the wrong guy. Never been a fan of getting tricked. Mortifera played me like a fiddle and tried to get away with it. That ain't gonna happen as long as I'm still around. I'm gonna make him pay. And I'm going to love every second of it. I'm looking forward to burning Abertax to the ground. After I take everything that's not bolted down. I don't get why a gal like this place so much. It was a dump long before I ever came around. Okay. What can I do against you? Bin mir noch nicht sicher, was ich tun soll. Oh wow, das killt mich fast instant, wenn ich an den rangehe. Okay. Verstehe noch nicht so ganz, wie ich Schaden machen soll. Bin ich hier safe? Vor diesem komischen Axtding? Okay. Da bin ich auf jeden Fall safe, aber nicht vor den anderen Sachen. Ich muss Leben regenerieren. Warte, warte, warte. Warum steckt das da drin? Bam! Da kommt seine Sense wieder. Okay, wir müssen also immer die Sense aufsammeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn überleben? Das ist voll Schiebung. Brauche deine Sense. Wo ist die Sense da? Nein! Ach, Mann! Ich war zu langsam. Du bist voll der Klappomat. Jetzt gib doch mal deine Sense her. Du kannst sowieso nichts. Ja. Boom! Was? Dreimal ist nicht genug? Gib mir deine Sense. Ich hab jetzt Sensen-Time. Und... Bam! Dreht davor. Geschafft? Habe ich geschafft? That was that. The other 4 were already gone. And after I dealt with Mortifera, the rest of the demons that came through just left as quickly as they had come. Little by little, the citizens of Abertax started to come out and see that their city was theirs again, as long as they took it. Many thanked me. They offered me the key to the city, but none of that was really for me. All of the local businesses were bending over to give me food, clothes, housing, and whatever else I needed. I hung around Abertax a while, made sure things were staying under control. The government was reforming nicely and made sure the nether portals were shut down permanently. I thought about getting a place of my own there, but Abertax was always more of Molly's city than mine.
There was a spare car that the city was happy to give me, and I set off. Unfortunately, this isn't one of those stories where Molly miraculously comes back to life and we live together happily ever after. It still hurts every day when I think about her, but it is getting easier, day by day. I made it here, to this city, and decided that this is where I'd stay for a while, until it got boring. Then, I'd pick up my stuff and head off to the next place that calls me. Maybe solve a couple of cases here and there to help some people out and keep myself entertained. Maybe I'll even write a book about all this someday. I'm still figuring my life out, and that's okay. Is all that really true, mister? That it is. Say, I've been talking for... Isn't he Zeus? Where are your parents, kiddo? Oh. Hey. Okay. Ich schwöre, Everbloom Games, besten Mapmaker. Also der Detektiv hat mich super an Sin City erinnert, dass die ganze Map hat mich super an sowas wie Inspector Gadget oder so erinnert. Sau gut. Jeden Cent wert. Wenn es dir gefallen hat, kannst du das Video gerne liken, wenn euch geschehen, den Kanal kostenlos abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, ciao mit V.